Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe BVB- und Bochum-Fans, der 19. Spieltag und das Ruhrderby steht an. Borussia Dortmund zu Hause gegen VfL Bochum. Wer ist die Macht im Ruhrpott in der ersten Bundesliga? Dann kommen wir zum Anpfiff zwischen Dortmund und Bochum. Los geht's! Da haben wir auch gleich den ersten Angriff und zwar von Bochum. Stöger am Ball, Stöger im Mittelfeld, passt nach vorne auf links außen auf Asano. Asano im BVB-Strafraum, aber da ist der Pfiff. Abseits von Asano bei dem Ball von Stöger. Da sieht man es mal ganz genau. Abseits. Dann geht's weiter mit der neuesten Möglichkeit und zwar jetzt für Bochum hat den Ball. Bernardo verliert den Ball gegen Sabitzer. Sabitzer auf Füllkrug. Füllkrug läuft. Er ist im Strafraum von Bochum. Er schießt Füllkrug. 1:0 für den BVB gegen den VfL Bochum. Nach einem Abwehrfehler von Bernardo von Bochum. Das schauen wir uns gleich noch mal in der Wiederholung natürlich an. Da ist nochmal der Füllkrug-Jubel. Da ist die Wiederholung. Ja, da ist Füllkrug mit dem Ball. Er läuft Richtung Strafraum. Zieht links ab und keine Chance für den Riemann im Tor von VfL Bochum. Da sehen wir es nochmal. Eine Klatsche links rein ins Eck. 1:0 für den BVB gegen den VfL Bochum, liebe Fußballfans. Da jubelt der Füllkrug. Da ist auch gleich die nächste Chance. Jetzt für Bochum. Osterhade passt auf rechts außen auf Gamboa. Gamboa Richtung Strafraum von BVB. Jetzt ist ein BVB-Strafraum, eine Flanke, aber kein Spieler kommt an den Ball und Malen haut den Ball weg. Und die nächste Möglichkeit jetzt für Dortmund. Brandt auf Sabitzer. Sabitzer nach vorne. Da hat Gamboa den Ball. Nein, er verliert gegen Sancho. Und Brandt hat den Ball. Brandt auf Sancho. Sancho ist vorbei. Sancho im Strafraum von Bochum. Was macht Sancho jetzt? Sancho schießt aber. Riemann im Tor von Bochum hält den Ball spitzenmäßig. Die nächste Möglichkeit jetzt wieder für Bochum. Stöger hat den Ball. Stöger passt nach vorne im Strafraum. Hummels wehrt ab. Hummels hat den Ball abgewehrt. Das war eine kleine Möglichkeit für Bochum. Jetzt Brandt hat den Ball. Brandt auf Füllkrug. Was macht Füllkrug jetzt? Er spielt zurück auf Sabitzer. Sabitzer passt nach links außen. Links außen auf Sancho. Sancho läuft in den... Nein, er gibt den Ball nochmal auf Sabitzer. Und Sabitzer zurück auf Sancho. Sancho im Strafraum. Was macht Sancho jetzt? Sancho schießt. Und Riemann super gehalten im Nachschuss. Tor für Dortmund. Im zweiten Nachschuss Julian Brandt. 2:0 für den BVB gegen Bochum. Da freuen sich die Dortmunder Fans. Ja, alle umjubeln Brandt. Da noch meiner Zeit. Du bist Sancho im Strafraum. Sancho schießt selber, aber abgewehrt von Riemann in die Mitte. Und Brandt mit dem Abstauber zum 2:0 für Borussia Dortmund in Ruhrderby gegen Bochum. Da ist das Tor. 2:0 durch Julian Brandt, BVB. Da steht 2:0, Füllkrug zum 1:0 und Brandt zum 2:0. So, Stöger hat den Ball für Bochum. Stöger im Mittelfeld führt den Ball. Was macht er jetzt? Was macht Stöger jetzt? Ein Pass auf Asano, auf links außen. Asano spielt in die Mitte zurück auf Hofmann. Hofmann gibt weiter auf Osterhage. Ogaste spielt auf Bero und Bero schießt. Aber Kobel im BVB-Tor. Super gehalten, ja. Jetzt gibt's Eckball für den VfL Bochum. Beim Spielstand von 2:0 für den BVB. Was machen jetzt die Bochumer aus ihrer Ecke? Da schauen wir mal. Der Spieler guckt noch in die Mitte. Jetzt führt er den Eckball aus. Bochum bei der Ecke. Im Strafraum. Und ja, Wolf köpft den Ball raus. Brandt weiter. Das war gar nichts. So, da ist auch der Halbzeitpfiff zwischen BVB und den VfL Bochum bei einem Halbzeitstand von 2:0 für Borussia Dortmund durch Füllkrug und Brandt. Da sehen wir in der zweiten Hälfte die Bochum im Angriff mit Osterhage. Er gibt den Ball auf Asano. Asano im Strafraum, wo Asano schießt, aber super pariert wieder von Kobel im BVB-Tor. Jetzt wieder eine Ecke für den VfL Bochum. Füllkrug geht aus nach Haller, kommt rein für einen Wechsel. Raller köpft auch den Ball raus. Nach dem Eckball von Bochum wieder keine Möglichkeit für Bochum. So, Dortmund im Angriff mit Brandt. Julian Brandt passt den Ball auf rechts außen. Auf Malen. Malen fummelt. Er ist im Strafraum. Malen im Strafraum. Was macht Malen jetzt? Malen hat den Ball noch. Er schießt, aber abgewehrt. Und es geht weiter. Süle, aber da hat jetzt Riemann, der Torwart von Bochum, den Ball. So, die nächste Möglichkeit.
Ja, Dortmund, Emre Can den Ball. Nein, da pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. 2:0 gewinnt der BVB zu Hause im Ruhrderby gegen Bochum. Durch ein Tor von Füllkrug in der 7. Minute und Julian Brandt in der 30. 2:0 gewinnt der BVB gegen Bochum in EAFC 24. Ja, liebe Fußballfreunde, dann komme ich zu meinem Tipp. Ich tippe ebenfalls ein 2:0 für den BVB gegen VfL Bochum am 19. Bundesligaspieltag. Was tippt ihr? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, hat's euch Spaß gemacht? Wie gesagt, schreibt euren Tipp in die Kommentare. Ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine Fußball-Quiz-Videos nicht. Dann viel Spaß noch auf Werners Fußballecke. Tschüss.